Hallo und herzlich willkommen bei Turn-On. Mein Name ist Jens und heute sprechen wir über das Thema Wireless Charging. Ich hatte Nikolai Tesla gezeigt, dass er Strom über die Luft versenden kann. Beziehungsweise er hat eine Stromspule gebaut, hat einen Strommast gebaut, hat eine Stromspule drumherum gelegt und gezeigt, dass der Strom von einer Ecke in die andere gelagert werden kann. Wie genau das funktioniert, darauf wollen wir gar nicht hinaus. Dieser Vorgang nennt sich Induktion. Diese ganze Technologie konnte sehr, sehr, sehr viele Jahre gar nicht genutzt werden. In den 50ern konnte man so ein bisschen sehen, dass man wurde das erste Mal so ein Induktionsherd gezeigt. In den 70ern gab es die ersten Produkte dazu. Aber so wirklich im Markt angekommen ist die Technologie Induktionsherd erst 2010, 2009. Da sieht man, dass der Markt sich langsam in diese Richtung bewegt. In dieser Zeit, beziehungsweise ein paar Jahre vorher, ungefähr 2007, hatte BlackBerry das erste Mal gezeigt, die hatten das erste Mal gezeigt, dass man ein Smartphone auch über drahtlos aufladen kann, also per Induktion. Die nannten das damals aber Wireless Charging. Und genau da schließt sich der Kreis. Wireless Charging, wie wir es heute verstehen, ist eigentlich Induktion. Leider habe ich keinen Palm Pre mehr. Und ich habe auch nicht die erste Generation der Lumia-Reihe, die 2012 auf den Markt kam, die 820er-Generation. Aber ich habe das 830er hier in der Hand. Das ist das mit dieser wunderschönen grünen Plastikseite. Und das hatte auch schon Wireless Charging. Ich kann euch da mal was zeigen. Wenn man hinten die Platte abnimmt, dann sieht man, dass hier, das ist ein bisschen schwierig mit dem Licht einzufangen, aber hier in der Mitte war die Magnetspule oder ist die Magnetspule eingearbeitet. Über dieses Stromkabel geht das Ganze dann hier an das Telefon und darüber wird dann der Akku aufgeladen. Das war immer noch unfassbar langsam. Dennoch war Nokia und die ganze Lumia-Reihe sehr, sehr stolz darauf, dass sie mit die ersten waren, die das so richtig schön etabliert haben. Denn, also das hatte man hier zum Beispiel in der Packung mit drin, Wireless Charging, große Werbung damit gemacht und auch auf der Rückseite konnte man sehen, mit welchen Produkten man jetzt in Zukunft das Telefon drahtlos aufladen kann. Denn die haben sich damit ein bisschen herabgesetzt, denn im Android-Bereich haben sich fast alle ausschließlich an Apple orientiert. Da muss man mal ein positives Beispiel nehmen. Vorher hat schon HTC mit Aluminium Unibody gearbeitet, also ein sehr hochwertiges, ein sehr festes Telefon gebracht. Durch diesen Stoff kommt aber Wireless Charging nicht durch. Deswegen musste man hier immer noch altmodisch mit Kabel aufladen. Positiv kann man da erwähnen, dass die sogenannten Plastikbomber von Samsung immer mit Wireless Charging kommen konnten. Zumindest seit dem Samsung Galaxy S4, wenn ich mich recht entsinne. So, ja, also die Jahre danach ging es dann mit HTC und auch mit einigen anderen Herstellern so weiter. Die haben immer hochwertig verarbeitet, konnten dadurch aber kein Wireless Charging anbieten. Das haben die einen kritisiert, den anderen war es egal. Ich finde ja so eine Verarbeitung viel schöner. Dann gibt es auch noch Hersteller wie OnePlus, die zum Beispiel beim OnePlus 6T, das eins der aktuellsten Geräte ist und auch von OnePlus das aktuellste Telefon, die kommen auf der Rückseite mit einer Art Glas, das ist leicht verarbeitetes Glas, bieten aber trotzdem kein Wireless Charging an, weil es denen zu langsam ist. Die warten also, bis sie eine eigene Technologie realisiert haben, bei der Wireless Charging sehr schnell auflädt. Gerade bei OnePlus kennt man das ja, die kommen mit diesem Dash Charge bzw. Warp Charge und die laden sehr, sehr schnell auf, dass die sagen, das aktuelle Wireless Charge ist uns noch zu langsam. Gut, das ist dann halt deren Ansicht. Es gibt auch Hersteller, die lernen ein wenig daraus. Die Kollegen von Razer haben ja im letzten Jahr dieses Gaming Phone Razer Phone vorgestellt und haben das hier auf der Rückseite noch mit diesem, ja, ich weiß nicht genau, was es für eine Rückseite ist, aber es hat eine Art Plastik-Alu-Feeling. Auf jeden Fall kommt da kein Wireless Charging durch. Die haben ihre Zuschauer und ihre Verbraucher gefragt, wollt ihr Wireless Charging haben? Die haben ja gesagt. Und im zweiten Gerät haben wir jetzt hier eine Glasrückseite. Und genau das ist der Punkt. Die meisten Telefone sind auf eine Glasrückseite umgesprungen, damit sie Wireless Charging anbieten können. Jetzt kann zwar die Rückseite brechen, dafür kann man es aber ohne Kabel aufladen. Hat alles Vor- und Nachteile. Wenn man sich mal im
Zubehörbereich umschaut, gibt es da eine ganz interessante Entwicklung. Die ersten Zubehöre, alte Zubehöre, die ich noch habe, oder das alte Zubehör, sagen wir es mal so, sind diese beiden Dinger hier. Einmal offiziell von Samsung und einmal von RevPower. Die sind sehr klein und genau deswegen haben sie auch lange sehr langsam geladen. Weil je höher und je größer und je dicker die Spule ist, die hier verarbeitet ist oder die auch im Telefon verarbeitet ist, desto mehr Strom kann übertragen werden. Außerdem, wenn wir jetzt mal das hier als Oberfläche nehmen und jetzt hier eins dieser neuen Geräte raufpacken, mittlerweile sind die Telefone ja sehr viel größer geworden, dann würde es rüberfallen. Deswegen sind diese Platten immer größer geworden. Wenn man jetzt mal hier von, keine Ahnung, Cellular Line mal so eine Autohalterung nimmt, da steckt man das Ding rein und das lädt, das ist super. Wenn wir uns von Google den Google Pixel Stand nehmen, da stellt man das Telefon ran, das ist super. Und es gibt natürlich auch von Samsung eine Dual Charge Variante, da legt man das Telefon auch einfach nur drauf und das lädt. Oder auch das Zubehör, wie zum Beispiel hier die Apple Watch. Eigentlich müsste man ja davon ausgehen, das ist so ähnlich wie bei USB. Man hat einen Standard und überall funktioniert es. Das ist fast der Fall. Wenn wir uns mal anschauen, wir haben ja hier das Samsung Galaxy S9 Plus. Das hat Wireless Charging und hier noch eine Hülle, eine relativ dicke Hülle, wenn wir uns das mal anschauen. Die hat auch ordentlich was dazwischen. Aber die wird irgendwie unterstützt von Samsung, weil es da die offizielle Hülle ist. Und wenn wir das hier ranhalten, dann lädt das Telefon sofort auf. Und zwar im Fast-Charge-Modus. Wenn man damals aber andere Telefone raufpackt, dann laden die nur ganz normal. Das liegt daran, dass Samsung ausschließlich Samsung-Geräte mit Fast-Charge unterstützt. So wird das Ganze ein kleines bisschen fragmentiert. Ebenso ist das beim Pixel-Stand von Google der Fall. Wenn man da ein Google Pixel ranlegt, dann lädt das sehr, sehr schnell auf. Wenn man da ein normales Telefon ranlädt, dann lädt es nur im normalen Wireless-Charge-Modus auf. Das ist ein bisschen schade, aber wohl der Preis, den man in dieser Marktwirtschaft bezahlen muss. Ganz interessant ist es übrigens für mich gewesen, als ich das Huawei Mate 9 Plus, Huawei Mate 20 Plus genutzt habe. Ich habe nämlich hier hinten so einen Popsackel dran. Ich habe das mal probiert und festgestellt, dass ich das ziemlich gut nutzen kann, damit ich das Telefon nicht mehr aus der Hand fallen lasse. Das ist mir nämlich schon einmal passiert, wie man hier sehen kann. Also nutze ich diesen Popsackel. Mit dem Popsackel kann ich das Telefon, selbst wenn ich es zusammendrücke, aber nicht aufladen. Das liegt daran, wie wir das ja auch schon bei einigen anderen Beispielen hatten, dass der Punkt vom Telefon zur anderen Spule zu weit auseinander ist. Zum Glück kann man den Popsocket einfach abziehen, auch wenn es ganz schön klebt, Telefon ranhalten und es lädt. Übrigens gibt es nicht nur diese Möglichkeit beim Mate 20 Pro. Man kann auch einfach ein anderes Telefon drauflegen. Und dann lädt das. Denn das ist so eine Kleinigkeit, die sich jetzt mittlerweile so herauskristallisiert. Es gibt die Möglichkeit, Wireless Charging nicht nur in eine Richtung zu verbauen, sondern selbst bei einem so dünnen Telefon in zwei Richtungen. Dass ihr also nicht nur das Telefon aufladen könnt, sondern auch mit dem Telefon andere Telefone aufladen könnt. Das funktioniert leider nur semi-gut, denn es muss sehr viel Energie aufgebracht werden, um andere Telefone aufzuladen, bei denen dann auch nur ein Teil dieser Energie ankommt. Also ist es für mich eigentlich eher ein Gimmick. Aber wie sieht es mit der Zukunft aus? Also natürlich wird das Wireless Charging immer schneller werden, immer produktiver werden. Wir haben Reverse Charging gesehen, das heißt, wir können mit einem Telefon andere Telefone aufladen. In Zukunft werden wir wahrscheinlich auch unsere Uhren und unsere Kopfhörer, die über Wireless Charging funktionieren, auch direkt mit dem Telefon aufladen. All diese Kleinigkeiten, wofür man normalerweise irgendwelche Ladestecker oder irgendwelche extra Ladegeräte bräuchte, das könnte alles wegfallen. Das könnte alles in einem Gerät funktionieren. Das stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Wer uns schon seit ein paar Jahren guckt, der wird mitbekommen haben, dass wir im Jahre 2016 auf der IFA ein Unternehmen gefunden haben, das Wireless Charging nicht nur per Direktverbindung
anzeigt oder nutzt, sondern über einen ganzen Raum ermöglicht. Das heißt, ihr könnt eigentlich auf der Couch sitzen und statt eure Batterien in der Fernbedienung immer wieder aufladen zu müssen, würde die Fernbedienung konsequent durch den Raum aufgeladen werden. Euer Telefon, wenn es diese Technologie unterstützt, könnte, während es im Raum liegt, kontinuierlich aufgeladen werden. Das Thema Akkulaufzeit könnte in den nächsten Jahren komplett in Vergessenheit geraten. So wie wir uns heute fragen, wie haben wir das dann damals ohne Touchbedienung nutzen können, das Telefon, könnten wir uns in ein paar Jahren fragen, wir mussten das Telefon einmal am Tag aufladen oder mehrmals am Tag aufladen. Viele Apple-User kennen das noch. Das könnte alles wegfallen. Dann bewegen wir uns aber nicht mehr in der Induktion, sondern in den Radiowellen. Das heißt, das Thema Induktion wäre fertig und früher musste Nikola Tesla einen ganzen Raum befüllen, um zu beweisen, dass er Strom hin und her bewegen kann. Heute kann ich so ein Ding in der Hand halten. Das ist eine schöne Entwicklung. Was haltet ihr denn von Wireless Charging? Fiebt das bei euch genauso? Ist das genauso warm? Oder nutzt ihr das überhaupt, nutzt ihr das nicht? Seht ihr den Vorteil darin, das Telefon einfach irgendwo hinzupacken? Es lädt nebenbei und man kann immer wieder zugreifen. Oder seid ihr ein Freund davon, das Telefon sehr, sehr schnell aufzuladen, damit ihr sofort wieder parat seid? Schreibt doch mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare rein. Ich habe sehr viel Bock, mit euch darüber zu quatschen. Bis dahin versuche ich das Ding. Man kann übrigens ja auch auf den Knopf drücken und immer, wenn ich was sage, Entschuldigung, dann geht das auch. Verrückt.